So, da sind wir wieder an einem Informationscenter. Seien Sie gegrüßt, Konsument. Konsument. Du hast das Wild Device. Und es hat dich nur ein wenig Schweiß und jede Menge Kugeln gekostet. Jetzt wird es Zeit für einen robotischen Regimentswechsel. Oder Regimewechsel, Entschuldigung. Jetzt kommt's. Die schwierigste und letzte Phase der Operation Trap Clap Tap Tap Trap. Operation Trap Trap Clap. Gott, was für ein Zungenbrecher. Ich habe die Reboot-Sequenz in das Wired Device eingegeben. Jetzt müssen Sie nur noch nahe genug an den Original Ninja Assassin Claptrap rankommen, um es einzusetzen. Viel Glück. Ach, und bitte füllen Sie eine Kommentarkarte aus, falls Sie es schaffen zu überleben. Ihre Meinung ist uns wichtig. Die allerfinalste Phase von allen. Kämpfe dich durch den Wayward Pass und komm nahe genug an den Original Ninja Assassin Claptrap ran, um das Wired Device zu benutzen. Aber sei vorsichtig, niemand hat behauptet, es wäre ein Kinderspiel, eine Armee mörderischer Roboter auszulöschen. So, jetzt müssten wir... Diese verdeckte Operation fühlt sich nicht von selbst aus. Los jetzt! Ja. Jetzt müssten wir von Marcus auch noch ein bisschen bekommen. Ruhig, genau herum. Genau, umwerfen. Marcus weiß, worauf Frauen stehen. Moschusduft... bringen ihm 5 Skek Moschusdrüsen und etwas Reckhive Ambra aus dem Scorched Snake Canyon, damit er ein potentes Kollagen? Keine Ahnung. Zusammenbrauen kann. Das. Keine Ahnung. Ja, egal. Hey, ich hab heute Abend ein heißes Date. Schau nicht so dumm. Ich habe durchaus Charme. Nicht, dass ich Hilfe bräuchte. Aber weißt du, was die Ladies wirklich wild macht? Das beste Parfüm aus der Moschusdrüse der Skags in Scorched Snake Canyon. Bring mir ein paar von diesen Moschusdrüsen und Rack Ambra, damit ich extra gut dufte für meine Freundin. Soll natürlich nicht dein Schaden sein. Oh Mann, ey. Klappe. So, dann gehen wir nochmal schnell zu ihr hoch. Geben die Teile nicht ab, weil wir ja noch gar nicht so weit sind. Na gut, ich gehe schon mal hoch und das, dann gibt es einen kleinen kurzen Schnitt und dann habe ich die Teile zusammen. Und dann geben wir sie ab und ja, und dann müssen wir uns leider Gottes nochmal dahin bewegen, wo wir eben gerade waren. Aber es ist auch nicht so schlimm. Dann gibt es noch mal eine Quest und dann sind wir eigentlich auch mit den Zeitquests fertig. Aber gut. So. Wirkt mein Zahnfleisch dick mit diesen Zähnen? So. Dann gehen wir mal die Quest ab. Jetzt habe ich nämlich alles fertig. Danke für diese neuen Teile. Tennis Meisterwerk ist fertig. Es ist eine Android-Version von Tennis. Jetzt wird sie nie wieder einsam sein und sie belohnt dich natürlich für deine Mithilfe. Oh Mann. Ist doch nicht hier ernst. Dafür haben wir ins ganzen Claptrap Teile gesammelt. So als würdest du mich nicht kennen. Da sind überall Spione. Oh Mann, Freunde. Was für eine Scheiße. Planeten, du riechst komisch. Vor allem noch diesen Kack-BH da dran. Ne? So, ich denke mal, wir gehen weiter im Damage. Wobei man hier noch skillen könnte, aber... Das fliegst du schon nicht mehr durch? Boah, nicht so frech, Fräulein. Okay. Jetzt haben wir nur noch... das hier und das hier. Und das müssen wir jetzt als nächstes machen. Also wieder nach... wie hieß der Ort? Komm gerade nicht drauf. Ist da noch eine Quest, kann das sein? Oder ist das die, die wir gerade angenommen hatten? Da ist eine neue, genau. Ah, ist ganz wichtig.
Das ist nämlich wieder auf der anderen Seite. Der... Nicht meine Schuld. Der bösartige D'Vault und seine Gang terrorisieren Reisebusse in den Dividing Folds. Hyperion will, dass sie ausgeschaltet werden, damit Touristengelder weiterhin sprudeln. Wie alles irgendwie einen kapitalistischen Beigeschmack hat hier, oder? Oh Mann, ey. Das wollen wir jetzt aber erstmal nicht machen. Das machen wir danach. Wir machen erstmal das hier. Und dann kümmern wir uns um die Vault. Das ist auch ein komischer Gegner. Ich glaube, das ist auch wieder eine Anspielung auf irgendwas, aber keine Ahnung. Ich kenne halt leider nicht alle Sachen. Das kann manchmal auch irgendwelche amerikanischen Filme sein oder sowas. Oder Serien, die wir hier sowieso nicht kennen. Oder es ist einfach auch ausgedacht. Das kann natürlich auch sein. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. So, da sind wir hier schon mal angekommen. Skekmoschusdrüsen und Rackhive-Ammer. Rackhive. Geil, wa? Mal gucken. Wir haben ja einen Rackhive gesehen. Ob wir es ihn einfach so rausreißen können. Naja, können wir ja sehen. 246 bin ich schon. Muss ich ehrlich sagen, war ich bei meinem anderen Charakter auch ungefähr. Ich dachte, diesmal schaffe ich mehr. Ja, ist der falsche, ich weiß. Skekmoschusdrüsen. Riecht nach Moschus. Mit diesem Claptrap-Auge dran. So, das hatten wir schon mal. Und den Rackhive haben wir ja hinten gefunden. Da war er schon vergraben. Ja, wenn ich das mache, ich wieder. Ne, ist ein anderer. Das ist ja die Action-Musik von Rackhive. Also ab runter zu ihnen. Ja, diesmal ohne Videosequenz. Oh, nicht so schnell, mein Freund. Diesmal ist es auch ein etwas anderes Kampfgebiet von Rackhive. Ne, Racktraphive. Selbst der wurde infiziert. Die Augen. Jetzt muss man nur noch auf die Überreste von den Augen schießen. Der hat doch überall. Sind so ein bisschen biomechanisch geworden. Macht keinen Schaden, oder? Keine Ahnung. Was Schaden gemacht hat. So, das war's für dich, Kumpel, würde ich sagen. Was hast du denn? Ist gedroppt. Au! Kritischen Treffer bei mir gemacht. Cooler Übergang von der Rackhive-Musik zur Action-Musik, oder? Also ich bin der Meinung, dass dieses Lied auch in Teil 2 vorkommt.
Oder vielleicht leicht abgeändert oder vielleicht genauso, ich weiß es nicht. So, also man sieht, es sind nur äußerlich irgendwelche Platten angebracht, innerlich sind sie immer noch sehr organisch. Okay. Wir können wieder zurück. Es bewegt sich noch. Das ist schon ein bisschen sehr fies, wenn man mal... Okay, wir gehen weiter. Sehr ekelhaft. So, dann hätten wir das nämlich schon mal erledigt. Dann müssten wir nochmal ins andere Gebiet. Ins Hyperion-Fabrikgelände. Da hatten wir auch nochmal eine Quest. Ich überlege gerade welche. Ah, wir treffen uns bei Marcus, Freunde. Das dauert mich hier schon wieder viel zu lange. So, dann sind wir mal in der Tattoo Station wieder angekommen. Ist mir gerade so aufgefallen. Ha, geil. Der Klugtrap. Ah, geil, geil, geil. So, da müssen wir noch nicht. Hier zum Marcus. Da hat er sein Parfüm ein jetzt. Ein Tag ohne Gemetzeln ist wie ein Tag ohne Sonnenschein. Mehr brauchst du nicht für ein umwerfendes Aroma. Funktioniert garantiert bei 60% aller Frauen. Jedenfalls in der Hälfte aller Fälle. Geil. Heißt auf Deutsch. Ich meinte das jetzt so, dass bei 60 Frauen... 60% der Frauen, davon die Hälfte nochmal, das ist ja nicht sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit mittlerweile. Geil. Das ist der Grund, warum man keine Verrückten daten sollte. Also, warum man keine Verrückten daten sollte. Nachdem ihm das Herz gebrochen wurde, braucht Marcus zum Trost gutes Essen. Captain Zenders berühmtes Pandora Grill Rex. So. Such 11-mal Stücke Rack-Trap-Fleisch und 11-mal Gewürzpflanzen in Sender Gorge für das berühmte Rezept des Captains. Lässt mich abblitzen. Mich? Sagt, ich sei ein stinkender Vollidiot. Diese durchgeknallte Tennis weiß doch nicht, was ihr entgeht. Liebeskummer macht mich hungrig. Und nur Captain Sanders' berühmte Pandora Grill Racks können ein gebrochenes Herz heilen. Die Tennis, warum gerade die? Von allen Frauen, die man sich aussuchen könnte, warum gerade die? Ey, wirklich. So, jetzt haben wir genau. Jetzt haben wir nämlich die Quest, die ich meinte. Es passt nämlich ganz gut, dass wir das so vereinen miteinander. Weil, ja, da muss ich hier nicht fünfmal hin und her latschen. Ich meine, uns entgeht ja nichts, wenn man die Quest so lange ruhen lässt. Von daher machen wir das alles in Kombination. Und ich hasse eigentlich dieses Level. Eigentlich war es auch noch einer der Gründe, warum ich das nicht machen wollte. Sender Gorge ist zwar... ganz cooles Level vom Design her und so, aber boah, ich hasse dieses Labyrinth, wenn es wenigstens auf der Karte irgendwie besser markiert worden wäre. Aber das geht irgendwie nicht, weil sich da auch einige Gänge einfach überlappen und so. Und deswegen geht das halt nicht. So, ich habe aber letztes Mal, ach, ich weiß nicht mehr, wie war denn das jetzt hier bei den... Wir folgen erstmal dem Weg, weil die Gewürze sind hier irgendwie so doof verteilt. Ich habe immer früher... die Schnauze so voll habe. Ja, Crab-Larven gibt's hier auch. Das sind so schön die Krabbenwürmer. Hier haben wir einmal das Gewürz. Pikante Gewürze runden einem... ach, Bierteig ab. Bierteig. Okay. Das ist nur eins, ja?
hier nicht irgendwo noch nach rechts? Nee, da wollte ich jetzt nicht. Ach, ich habe letztes Mal den Weg so schnell und so einfach gefunden. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal wieder so finde, aber ich muss eh noch die ganzen Wurzel sammeln. Von daher kann ich hier ruhig hier lang. Ah, bei uns im Bett die Granaten. Toll, daneben. Oh, ich bin eigentlich im Rücken getroffen. Hier ist Nummer 1. Ah, die waren ganz blöd verteilt. Aber Freunde, ich kenne da einen kleinen guten Trick hier. Wenn ihr keinen Bock habt, weil ich glaube, die Gewürze sind strengstens so verteilt, dass das passt hier. Es gibt so einen kleinen Trick, wie man an den Gewürzen einfacher rankommt, ohne dass man hier durch das ganze Tunnelsystem rennen muss. Ihr müsst einfach nur, wenn ihr reinkommt, das erste Gewürz euch da rechts schnappen und dann wieder rausgehen und dann wieder reingehen. Das könnt ihr dann so oft machen, bis ihr alle habt. Oder alle, die ihr findet. Wenn ihr irgendwann mal stundenlang keine findet, geht einfach nochmal raus, wieder rein. Also nicht richtig raus aus dem Spiel, sondern wirklich nur nochmal nach Tartarus Station zurück. Und dann wieder rein hier. Dann sind die Teile wieder da. Das ist mir mal aufgefallen, weil ich hatte es mal eine Zeit lang, habe ich einfach gar nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob das verbuggt war irgendwie oder ich war einfach zu doof. Weil man verirrt sich ja einfach auch so gut. Da hinten ist nämlich noch eins. Ich weiß, am Kraftwerk sind noch welche. Aber die sind hier halt alle so blöd verteilt. Hinten war auch noch eins, oder? Ja. Ja. Ich glaube, jetzt muss ich hier nicht unbedingt lang. Ich gehe mal unten lang. Ich glaube, da waren nämlich auch noch mal welche. Da habe ich nämlich letztes Mal auch hier mich dumm und dämlich gesucht. Weil ich nämlich immer nach da oben lang gegangen bin. Wir jetzt nicht eh hier zum Kraftwerk? War das nicht so? Nee, hier ist nochmal. Nochmal so eine Station von den Papierensoldaten. Okay. Und an dem Punkt mit den Flugtraps sind wir auch schon vorbei, aber da komme ich auch noch mal hin. Ach, zum Kraftwerk müssen wir eh, also machen wir das Ganze. Oh. Machen wir das eh ganz normal. Dann müssen wir zwar noch mal gegen General Knox kämpfen. Clap Knox. Aber das ist ja, glaube ich, kein Problem mittlerweile. Okay, es gab doch keinen. Oh Mann, die tun mir so leid. So, da jetzt ein Kraftwerk. Will ich doch aber nochmal gucken, ob es hier nicht doch auch noch Gewürze gab. Bis jetzt sieht es ja nicht so aus, aber hey. Ich will wirklich nicht nochmal hier durchrennen müssen, dann muss ich nämlich cutten. Oder ich mach den Trick, ich zeig euch den Trick, kann ich jetzt nicht. Ist ja komisch. Grab mal 4 Gewürze? Mir fallen eigentlich nur. Naja, wir werden sehen. Ich denke mal, ich werde den Trick nochmal nutzen. Ich will hier nicht mal 5-mal durchlaufen müssen. Hier sind auf jeden Fall ein paar mehr. Nein, nicht Sprengstoff hin. Bin immer schon so irre.
brüllen, dann weiß man mal, welche das sind. So. Ziemlich dunkel war, ich sehe auch kaum was. Okay, war noch kein Gewürz, aber hier kommen sie. Okay, Kumpel. Sag mal, wann die. Da ist eins, ja. Da ist noch eins. Was? Claptraps? Die irgendwie nicht reagieren. Okay, jetzt habe ich gerade mal 6. Was ist hier los? Ach Mann. So, nee, wir müssen gar nicht gegen Nox kämpfen. Das ist ja gut. Ich geh einfach gleich hier durch, stimmt ja. Ist ja alles offen. Geil, es ist echt cool, dass hier wirklich nur Items drin sind. Das ist. Nee, schade. Okay, Oha. Oh, der wäre ja fast richtig geil, wenn jetzt noch der letzte Präfix drin wäre. Oh Mann. Schade. Gut, aber wir haben noch 2 Truhen. Oh, was für ein Scheiß. Wir wollen eh hier hin. Ich glaube, hier gab es nämlich Gewürze und hier gab es auch noch unser Geflügel. Also von daher sind wir sowieso prinzipiell richtig. Da oben ist es schon. Ich muss ein bisschen warten, damit es nicht irgendwo hinzieht. Schön hier landen. So, ich hab's nur aufgefangen. Frisch gehackter Reck. Sowohl dunkles als auch helles Fleisch. Okay. Ist der Rest jetzt hier irgendwo hingeflogen? Weil so viel war das jetzt nicht. So, hier haben wir noch ein bisschen Gewürze. Seht ihr, es fehlt mir schon wieder nicht viel. Und hier kamen noch mal welche, meiner Meinung nach. Letztes Mal hatte ich das auch was. So, da ist noch einmal ein Gewürz. Ach Mann! Eine doofe Scheiße jetzt hier. Letztes Mal konnte ich ja auch noch welche anlocken wieder. Deswegen schieße ich immer in der Luft, weil die sich dadurch nur anlocken lassen. Das verstehe ich nicht. Letztes Mal kam doch hier. Ah, das reicht doch. Eins fehlt uns noch. Sehr gut. Mensch. Dachte ich schon. Ach, wisst ihr was? Und das, die letzten Gewürze, die hole ich mir über meinen Trick.